So, Brötchen waren jetzt 5-6 Minuten hier im Haltefriseur. So, ich mache jetzt mal ein paar Brötchen für mich. Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen. Ah ja, habe ich ein kaltes Wasser hier reingelegt. Also eigentlich lasse ich die im Waschbecken mal stehen, aber wisst ihr, wenn man Eier abschreckt. Also, das wissen eigentlich die meisten. Was habe ich denn hier? Kochschinken habe ich. Salami, Kartenausschnitt, Honig, Nuspli, Nuskati, Nutella. Butter habe ich leider nicht. Ich dann nehme dann die Sonnenblumenmargarine, die nehme ich auch zum Kochen. Dafür sind die auch ganz gut. Die Räucherscheiben von Aldi, Käse. Halt das, was man eigentlich meistens immer zu Hause hat. Ich bereite das hier. Ach, meistens essen wir auch hier am Tisch oder im Wohnzimmer. Heute bereite ich das mal vor. Levi kriegt ein Brötchen mit Nutella, hat er sich gewünscht. Ich mache mir zwei Brötchen, manchmal boxt er mir auch mal ein Brötchen. Aber dann mache ich mal ein neues in der Fritteuse oder noch ein Toast. Ein bisschen Margarine. Ausnahmsweise, also ich esse meistens immer Butter. Also ich mag persönlich Margarine gar nicht so gerne. Aber ist auch okay. Dann noch ein bisschen hier und ein bisschen da. Meistens, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich irgendwie sehe, dass Kochschinken, Salami, Käse irgendwie im Angebot ist, dann nehme ich meistens so ein geschlossenes Paket, was noch zu ist, und lege mir das ins Gefrierfach. Dann habe ich nämlich immer mal als Reserve mal ein bisschen Wurst im Gefrierfach. Das hole ich mir dann einfach raus, einen Tag vorher, wenn ich sehe, dass mein Aufschnitt leer geht. Und ab dann immer Aufschnitt zu Hause. Also kann man machen, muss man nicht. Also ich mache das schon ganz lange so. Heute, und was esse ich denn noch? Ein bisschen Räucherschinken, Räucherkäse. Ich auch richtig cool am Fenster. Merkt das immer, dann werde ich immer so nervös und über so einen Teller nehmen. Hier ein bisschen Käse. Drauf. Dann nehme ich meistens die Eier. Ich habe hier immer so einen blauen Pott drin. Stelle ich hier hin. Das ist wie links bei den Resten. Wenn er halt voll ist oder was oder voll ist, dann bringe ich den immer nach draußen. Blaue Tupper-Box stehen für Lebensmittelreste. Die sind leider kaputt gefroren, habe ich einfach gefixt mit Tape. Irgendwie kann man mal ein neues. Ich bin das halt gleich in die Gründetonne. Ein Ei für Milch. Ja, Levi. Ein Vogel trinkt aus dem Pool Wasser. Ja, der piekst da rein. Wie der piekst da rein, der Vogel. Ja, ich mache die Tür mal wieder zu hier ein bisschen und ganz schön hellhörig hier. Die Nachbarn kriegen das gleich immer alles mit. Also ist jetzt nicht störend, aber ich sag immer, wenn ich einmal pupse, haben wir gleich 8 Nachbarn. Ja, hast du klar, habe ich Eier für dich. Deswegen mache ich hier die Küchentür mal zu. Dann schäle ich hier die Eier für Levi vor und für mich. Also warum habe ich den Dreck nicht vom Tisch? Also man kann das natürlich auch mit einem Löffel essen, aber ich mache gleich den Salzstreuer dazu. Und dann weil natürlich Levi das Gelbe nicht so gerne isst, schneide ich das Ei natürlich hier
Wenn man in der Mitte auf, kriegt er halt das Gelbe vom Ei. Klicken wir das mal ganz gerne dann immer unter den Kochschinken. So. Oh, jetzt ist der Stöpsel rausgefallen. Steck wieder rein. So, das auch noch. Ja, Sonntagmorgens und Sonntag. Manchmal frühstücken wir um 8, manchmal um 10, manchmal auch erst um 12. Kommt halt immer drauf an. Zack. So aufgeschnitten in der Mitte. Bitte hier eine Hälfte. Da eine Hälfte. Ich kriege das Gelbe vom Ei. So, Wasser kann weg. Ja, natürlich kann auch weg, sind da für Lebensmittelreste, ne? So. Ich lege noch zweimal Nutella. Natürlich ein bisschen dicker, wenn er da ist. Ja, ist nicht das Gesündeste, aber ja, da ist. Manchmal, nicht immer. So. So und ja. Ja, also hier wohne ich jetzt schon fast 5 oder 6 Jahre. Für mich reicht das prima. 2,5 Zimmer, ein bisschen Garten. Perfekt. Kann ich mich nicht beschweren eigentlich. Das heißt, hier, ich esse Honig. Ich habe 2 Zimmer und ein Zimmer im Keller. Also ist keine Kellerwohnung, das ist eine Parterrewohnung. Habe ich ein Gästezimmer eingebaut und eingebaut. Ein Büro, ein Bürokram ist da. Ein Gästezimmer mit Gästesofa, wo jemand schlafen kann. Da lag auch schon mal jemand gewohnt, nicht, aber übernachtet, weil er sich von seiner Frau getrennt hat. So, das kommt natürlich in die Spüle. Da unten kommen wir dazu, ich habe das wieder hier geräumt schnell. Ich habe nämlich ganz doll mal den ganzen. Hier ist alles im Kühlschrank. Margarine, alles weg. Zack, das wieder weg. Die Kopfhörer kommen wieder da geladen. Schnell weg. Ja, und jetzt geht's ja.